Die Schauspielerin Desiree Nosbusch wurde schon als Kind berühmt. Als 16-Jährige war sie mit einem 26 Jahre älteren Mann liiert. Eine Beziehung, die die heute 55-Jährige im Nachhinein missbräuchlich nennt. Das Geständnis machte sie in einem Podcast für die Zeitschrift Donner, aus dem wiederum unter anderem die Bild-Zeitung berichtet. Sie sei gefangen gewesen, beschreibt die Schauspielerin. Sie sei unterdrückt und missbraucht worden. Die Zeit mit dem wesentlich älteren Mann sei außerdem die schmerzvollste ihres Lebens gewesen. Am Ende hätte ihr nur eine Therapie geholfen, um darüber hinwegzukommen.